Dass Oliver Müller Astronom wird, war zu Beginn seines Studiums nicht abzusehen. Er hatte sich für Mathe und Geschichte eingeschrieben. Ich wollte Lehrer werden, aber nach einem Semester habe ich nicht mehr mit der Geschichte gesehen und habe dann auf Physik gewechselt, weil es das Einfachste war, um zu wechseln. Und erst später habe ich dann einen Astronomie-Beobachtungskurs gemacht. Und als ich da den klaren Nachthimmel sah und diese Beobachtung selbst durchführte, da war für mich klar, dass ich Astronom werden wollte. Um die Entstehung unseres Universums zu erklären, postulieren Astronomen die dunkle Materie. Diese Simulation zeigt ihre Entwicklung seit dem Urknall. Sie soll unser gesamtes Universum durchziehen und 4/5 der Masse der Galaxien ausmachen. Trotz aller Anstrengungen wurde sie aber bisher nicht entdeckt. Als ich das in den Vorlesungen hörte, dass mehr Materie in dunkler Materie vorhanden ist als in der gewöhnlichen Materie, die wir sehen, die wir spüren können, da dachte ich, was ist hier los? Das war wirklich etwas, das mich entsetzte. Um dem Rätsel der dunklen Materie näher zu kommen, sucht Oliver Müller in seiner Doktorarbeit auf astronomischen Aufnahmen monatelang kleine unscheinbare Sternenhaufen, sogenannte Zwerggalaxien. Die dunkle Materie soll sie besonders stark beeinflussen. Zusammen mit seinen Kollegen entdeckt er 50 neue Zwerggalaxien. Sie kreisen um die rund 12 Millionen Lichtjahre von uns entfernte Galaxie Centaurus A. Was Oliver Müller gefunden hat, könnte unser kosmologisches Weltbild umwerfen, auch wenn er vorsichtig bleibt. Es ist eine schwierige Situation, weil einerseits als junger Wissenschaftler hat man ja auch keine Festanstellung, also muss man auch aufpassen, wie sehr man aus dem Fenster ruft und ja, wie sehr man ein Elefant im Porzellanladen sein kann. Aber andererseits, ich versuche natürlich auch neutral zu sein, ich bin ja Beobachter. Und ich zeige, hier sind die Daten und wenn die Theorie nicht mit den Daten übereinstimmt, dann ist das eigentlich nicht mein Problem. Also ich bin Beobachter und ich vertraue den Beobachtungen. Und die stehen im Widerspruch zur gängigen Theorie. Denn die sagt voraus, dass die Zwerggalaxien wie ein Bienenschwarm, also völlig zufällig, um Galaxien kreisen. Oliver Müller hat aber entdeckt, dass das bei den Zwerggalaxien um Centaurus A nicht der Fall ist. Also wenn wir die Spiralgalaxie haben, die sich so dreht, dann ist diese Zwergebene senkrecht darauf und die Bewegung die ist dann in diese Richtung. Also die Zwerge hier oben bewegen sich zu dir hin, die unten bewegen sich weg. Und genau so eine rotierende Scheibe von Zwerggalaxien hatte man auch schon rund um unsere Heimatgalaxis, die Milchstraße, gefunden. Und um die Andromeda-Galaxie. Bisher hielt man das für einen kosmischen Zufall. Mit Centaurus A ist jetzt aber die dritte Galaxie dazugekommen, die nicht der Theorie entspricht. Die Wahrscheinlichkeit, das für eine Galaxiengruppe zu finden, ist etwa 1 zu 1000. Ich zeige das gerne mit Würfeln. Also bei 4 Würfeln wäre das die Wahrscheinlichkeit, 4 mal eine 6 zu würfeln. Bei 3 Galaxien, und da streitet man sich noch darüber, aber es könnte sogar sein, dass es 1 zu 1 Milliarde ist. Und das würde bei 12 Würfeln entsprechen, dass man 12 mal die 6 würfelt. Und 12 mal die 6 zu bekommen, das ist ja wirklich unwahrscheinlich. Also wenn das tatsächlich zutrifft, dann ist das kosmologische Modell wirklich in Schwierigkeiten. Die Entdeckung, mit der er die gängige Theorie unseres Universums in Frage stellt, bringt ihm 2018 sogar ein Science-Cover ein. Oliver Müller findet neben seiner Forschung nicht nur Zeit für japanischen Schwertkampf, sondern er schreibt sehr gerne. Er betreibt auch einen Blog, den er Prosa der Astronomie getauft hat. Ich dachte mir, okay, wenn wir Wissenschaft kommunizieren wollen, dann muss es verständlich sein, dann muss es in Prosa sein, also in einem eleganten Text.
Und deshalb war das für mich eigentlich das Ziel, dass ich vor allem die Sachen erkläre und eigentlich auf wenig Mathematik und wenig Vorwissen zurückgreife.